Hallo zusammen. Heute haben wir unseren Pyrolyseofen mal fertig gemacht. Das ist aus einem 200 Liter Fass, das im oberen Bereich, wo wir ein Loch eingeschnitten haben. Und im unteren Bereich haben wir Schlitze eingefügt, einfach mit der Flex. Und haben eine 50 Liter Tonne, Abfalltonne, dort eingelassen. Und diese Tonne hat im oberen Bereich auch eine Lüftungsschlitze und dann am Boden ganz viele Löcher. Und wir haben jetzt das mit gut Holz gefüllt. Und man zündet halt bei dem Pyrolyseofen oben an und von unten her, deswegen sind hier die Schlitze, zieht halt das Holz von unten den Sauerstoff, setzt nach oben hin dann das Rauchgas frei. Und weil dann seitlich im oberen Bereich auch die Schlitze sind, wird also dem Rauchgas nochmal Sauerstoff zugefügt. Und deswegen verbrennt also das Rauchgas zusätzlich noch und der Ofen wird sehr heiß. Also ich stehe jetzt hier so im eigentlich fast 1-2 Meter Abstand und der Ofen entwickelt eine unheimliche Hitze. Und wir gucken mal rein und schauen mal, wie an den Rändern auch das Rauchgas verbrennt. Oh, man kann gar nicht aufmachen. So intensiv flammt das da einfach auch raus. Also, genau, man kann da also aus dem Holz sehr viel Energie rausholen, indem man das Rauchgas verbrennt. Der äußere Rauch ist jetzt hier einfach noch da. Das ist ein altes Wachsfass. Hier unten läuft auch gerade ein bisschen Wachs aus. Genau, und da reinigt sich einfach jetzt ein bisschen was, aber der Ofen zieht wunderbar, brennt innerhalb von kurzer Zeit eben das Holz runter. Und wenn man hier oben keine Flamme mehr sieht, dann sollte man den Ofen ausmachen, weil dieser Pyrolyseofen ist nicht nur gut für eine effektive Verbrennung von Holz oder auch Tannenzweigen, Zweigen, sondern mit ihm kann man auch gute Holzkohle herstellen. Wenn also die Flamme verbrannt ist, sprich, das ist dann ein Zeichen dafür, dass das Lignin verbrannt ist aus dem Holz. Und dann bleibt einfach gute Holzkohle übrig, indem dann die Mikroorganismen auch gut siedeln können. Okay, werfen wir nochmal einen Blick rein in den Herd des Feuers. Ja, also die Schlitze im äußeren Bereich, kann man die sehen? Da flammt richtig dann der Sauerstoff rein und verbrennt auch einfach das Holzgas wieder zu. Wunderbar, soweit von unserem neuen Holzvergaserofen, mit dem wir Holzkohle auch herstellen. Alles klar, bis dann!